Devolver Digital, Mediatonic, Pigeonation Inc. Und damit, Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuesten Videospiel an der Action-Spiele-Front. Wir spielen heute Hatoful Boyfriendo, wie der Japaner sagen würde, oder Hatoful Boyfriend, wie ich es als Deutscher vermutlich aussprechen sollte. Die Taubensimulation. Ja, ich bin schon richtig gehypt auf dieses Spiel. Es wird unfassbar actionreich. Es ist voller Drama. Ich würde sagen, ich warte gar nicht länger. Ich starte direkt ein neues Spiel. Ich bin so bereit. Willkommen in Sand Pigeonation. Bitte gib deinen Namen ein. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal beim Standardnamen. Hyoko. Ich muss auf den Haken klicken. Und den Familiennamen Tosaka. Wir sind also Hyoko Tosaka. Ist Tosaka Hyoko, japanische Reihenfolge, korrekt? Ich würde sagen, absolut. Ich würde sagen, es geht nicht korrekter, ja. Hatoful Boyfriend verfügt über ein leistungsstarkes Visualisierungsmodul, mit dem selbst die vogelhaftesten Vögel beim ersten Kennenlernen als normale Menschen erscheinen. Menschliche Porträts anzeigen, ja, absolut, da bin ich voll dabei. Einstellungen gespeichert. Da bin ich voll dabei. Sankt Pigeonation, eine Schule mit reichhaltigem Lehrplan und eben solcher Ausstattung. Schon ein ganzes Jahr ist es her, dass ich mein normales Leben aufgegeben habe und durch dieses Tor geschritten bin. Ich sollte hinzufügen, die Schule ist vor allem für eines bekannt. Diese Schule ist Japans, nein, der weltgrößter Sammelplatz für die begabte Vogelwelt. Ob gefiederte Schüler die Künste, die Wissenschaften oder sogar Sport studieren möchten, alle kommen sie nach Sand Pigeonation. Lehrer und Schüler sind eine bunte Mischung von Vogelwesen unterschiedlichster Herkunft und Art. Ich werde oft gefragt, warum ich hierher kam, obwohl ich kein Vogel bin. Oh nein, wir sind also der krasse Außenseiter. Sehr dramatisch. Das ist eine lange Geschichte. Oh, wir kriegen die lange dramatische Vorgeschichte erzählt. So in Eile? Ah, Moment, das ist eine Fragezeichenstimme. So in Eile bin ich gar nicht gewohnt von dir. Es ist eine Taube! Ryuta! Normalerweise wärst du inzwischen schon eine Stunde lang fertig, Hyoko. Verschlafen? Oh nein, das Protagonist verschläft am ersten Schultag-Klischee. Nein! Dieser Felsentäuber heißt Kawara Ryuta. Unsere Freundschaft begann, da war er kaum aus dem Ei geschlüpft. Er ist manchmal ein bisschen frech, aber sonst verantwortungsvoll und nett. Musste mich heute ganz schön abrackern fürs Frühstück. Ah nee, das bin ich. Moment. Hyoko bin ich, sorry. Ich musste mich heute ganz schön abrackern fürs Frühstück, aber ohne rohes Fleisch im Magen kann ich mich nicht entspannen. Ja, so geht's mir auch. Ah, rotes Fleisch. Ich habe rohes Fleisch gelesen. Ach, zum Frühstück erstmal so ein Hackbrötchen. So ein Kilo Mett. Das Leben als Jägerin und Sammlerin klingt schwierig. Ich würde dir gerne mal Frühstück machen. Weißt du, was ich meine? Kann gut sein, dass ich dich beim Wort nehme, falls ich sonst verhungern müsste. Danke, Ryuta. Moment, ist Ryuta jetzt ein männlicher Vogel oder ein weiblicher Vogel? Also quasi eine Vögelin. Oh, es klingelt schon. Schnell, wir müssen zum Unterricht. Mist, am ersten Schultag zu spät kommen wäre nicht gut. Und Ryuta zieht mich hinter sich her in die Schule hinein. Wie zieht ein Vogel? Also der hat doch keine Hände oder... Nimm das Spiel so hin, wie es ist. Nimm das Spiel hin, wie es ist. Heute fängt ein neues Trimester an. Ich frage mich, was es für uns bereithält. Letztes Jahr musste ich mich erstmal eingewöhnen. Dieses Jahr sollte ich jede Menge Spaß nachholen. Oh ja, Spaß. Dafür bin ich her. Hier. Die grandioseste Akademie der Tauben. Von Tauben für Tauben. Erstes Trimester. Ah, nur ganz kurz, jetzt kommt der intellektuelle Teil, der Bildungsteil. Trimester, das ist quasi für die, die das nicht wissen, das ist wie ein Semester. Nur, dass ein Semester eben das Jahr in zwei Teile teilt. Also es gibt im Jahr zwei Semester und Trimester teilen das Jahr eben in Drittel. Und dazwischen ist immer
dazwischen sind immer Ferien. Das heißt, das Jahr hat eben 3 Trimester Unterricht statt, wie an einer normalen Universität eben 2 Semester, beziehungsweise in Deutschland ist es ja normal mit den 2 Semestern, wie es im Ausland ist, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, wir sind in 2-3, Ryuta und ich gehen wieder in die gleiche Klasse. Ja, du kommst durch Zufall wieder mit deinem alten Freund in die gleiche Klasse-Klischee. Alte Gesichter, neue Gesichter. Eine seltsame Spannung erfüllt mein Herz, als ich meinen Blick in die versammelte Vogelrunde schweifen lasse. Ich hoffe, wir werden uns alle vertragen. Oh ja, bestimmt. Und ich wünsche uns, dass wir viele schöne Erinnerungen sammeln. Oh, da ist der Lehrer. Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Nanaki Kasuaki. Ich scheine dieses Jahr Ihr Lehrer zu sein, glaube ich. Meine Spezialgebiete sind Mathematik und Physik. Und sonst noch so anderes. Essen zum Beispiel. Herr Nanaki, wachen Sie auf, Sie stehen vor Ihrer Klasse. Er schläft mit offenen Augen. Natürlich sieht er so aus. Dieser Vogel hat nicht mal ansatzweise Ähnlichkeit mit diesem Bild. Dieser Wachtelhahn, oh, ein Wachtelhahn, ist Nanani Kasuaki. Der Mathematikprofessor ist berühmt für seine narkoleptischen Anfälle. Heißt, er schläft regelmäßig ein. Die Gerüchte hatte ich gehört, aber dass er tatsächlich einfach so einschlafen würde, als Mathematiker scheint er sehr bekannt zu sein. Ja, Mathematik ist aber auch was, da schläft man schon schnell. Ich verstehe ihn. Ah, was wieder zeigt, dass ein großer Verstand in jeder Form daherkommen kann. Hallo, das ist eine Krankheit, das hat doch mit dem Verstand nichts zu tun. Das tut mir leid. Ist nicht ein wenig warm hier drin? Ach übrigens, wir haben einen Austauschschüler. Bitte stellen Sie sich vor, Shirogane. Oh, ach. Und sie hat sogar ein eigenes Theme. Oder eher. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wir reden über Vögel und es verwirrt mich. Wozu denn das? Ich sehe keine Veranlassung, zum gewöhnlichen Volk zu sprechen. Glauben Sie ja nicht, ich sei hier, weil es mein Wunsch ist. Nun ja, so viel dazu, schätze ich. Hey, so geht das nicht. Aber er möchte sich nun mal nicht vorstellen. Ich habe die Stimmen vertauscht, Entschuldigung. Aber wir dürfen nicht einfach die Regeln missachten lassen, Professor. Dann bricht das System zusammen und wir werden alle zu Kulaken und Dissidenten. Nun ja, wenn Sie das so sagen, könnten Sie uns wenigstens Ihren Namen nennen? Ich kann kein Deutsch mehr, meine Güte! Könnten Sie uns wenigstens Ihren Namen nennen, Shirogane? Du hast den Namen doch gerade eben gesagt. Shirogane Lebel Sakuya. Okay, den habe ich mir tatsächlich ungefähr so vorgestellt. Dieser Pfautäuber ist also Shirogane Sakuya. Auf sein Gefieder wäre jeder Vogel stolz. Er trägt seinen Schnabel ganz schön hoch. Andererseits hat man es nicht leicht als Austauschschüler. Ich hoffe, wir werden auch ganz bestimmt, werdet ihr Freunde. Ganz bestimmt. Sakuya setzt sich, seine Blicke durchbohren Ryuta und mich wie Dolche. Oder wie spitze Federn. Ich glaube, dieser kleine Vogel will mir sagen, dass es Ärger geben wird. Also quasi ein Stresstäubler, hab ich recht? Schon Mittagszeit, heute geht alles so schnell. Da fällt mir ein, ich hatte diese Bücher den ganzen Sommer lang ausgeliehen. Ich werde sie jetzt zurückbringen. Das kostet Gebühr. Wo sind denn alle? Die Rezeption ist zwar besetzt, aber sonst ist so gut wie kein Schnabel da. Ha, Schnabel, weil Vögel, hab ich recht. Sieht mich da irgendjemand an? Wahrscheinlich bilde ich mir das bloß ein. Oder auch nicht. Da steht ein Täuber in der dunklen Ecke und starrt zu mir rüber. Trauertauben sind in Japan eher selten, aber in Amerika scheint es sie überall zu geben. Wolltest du irgendwas von mir? Hä? Er schaut weg. Nicht wirklich. Oh, er hat auch ein eigenes Theme. Nicht wirklich. Ich bin ziemlich sicher, dass er es war, dessen Blicke ich gespürt habe. Sonst ist auch eigentlich niemand hier. Bist du sicher? Ja, von dir will ich nichts. Aber das, was du dabei hast, interessiert mich.
Er schaut auf den Tisch, als wolle er sagen, jetzt beeil dich und gib sie endlich ab. Oh, sorry, die waren mir ein bisschen zu dick und ich habe sie nie ausgelesen. Hast du den ganzen Sommer darauf gewartet? Wortlos schaut er wieder auf sein Buch. Ob er schlechte Laune hat? Ich bin Tosaka Hyoko. Ich bin im zweiten Schuljahr und wer bist du? Wer? Nageki. Fushiro. Nageki. Im ersten Schuljahr. Fushiro Nageki. Aha. Trauertauben sind ziemlich selten in Japan. Vielleicht ist es nur seine Stimme, aber er wirkt irgendwie traurig. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eine Trauertaube ist. Aber ich glaube, das wäre zu weit hergeholt. Lass mich in Ruhe. Er liest wieder in seinem Buch. Okay, tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Komischer Kauz. Ha, Kauz, weil Käuze sind auch Vögel. Heute gehe ich all auf die Nerven. Das wäre erledigt, also werde ich mal wieder ins Klassenzimmer gehen. Moment, ist das da nicht? Man hätte dir sagen sollen, dass du mich in der Schule nicht anzusprechen hast. Komm schon, Sakuya. Sagt man so etwas zu seinem eigenen Bruder nach all den Jahren? Mein Bruder, du beliebst wohl zu scherzen. Du bist nie mein Bruder gewesen. Bitte versuch mich nicht noch einmal anzusprechen. Ich habe keine Zeit für Kuckucksbrut. Und jetzt muss ich los. Hey, jetzt warte doch! Eingebildeter Vogel. Ich schätze, selbst wenn wir nun in der gleichen Schule sind, was passiert ist, ist passiert. Ich wollte nicht lauschen, aber ich glaube, ich habe da gerade etwas Spannendes mitbekommen. Der extrem beliebte Trendsetter und Frauenschwarm Sakasaki Yuya ist Sakuyas Bruder? Was da wohl einfach eine Geschichte dahinter steckt? Hey! Hä? Du hast alles gehört, stimmt's? Bist du eine Freundin von Sakuya? Ich bin ein... wohl anscheinend nicht. Okay, es tut mir leid. Ich wollte euch nicht belauschen. Sollte ich meinen Charakter dann als Mädchen sprechen? Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht belauschen. Nein, das lassen wir mal lieber sein. Ha, kein Problem. Ich versuche ja immer sexy und charmant rüberzukommen. Ha, das versuche ich auch, aber leider bin ich dick. Mist. Aber das war wohl gerade nicht sehr cool. Yuya Sakasaki. Dieser Pfautäubler, ich sag immer Täubler, Täuber. Dieser Pfautäuber ist Sakasaki Yuya aus der Oberstufe. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber er ist in der ganzen Schule berühmt. Besser gesagt, berüchtigt. Jeder hat schon von ihm gehört. Die Schule sah jetzt nicht so groß aus, dass man irgendwie von jemandem noch nie gehört haben könnte, aber... Du bist Hyoko, richtig? Woher weißt du? Ich kenne alle hier, außerdem bist du der einzige Mensch. Das ist argumentativ nicht von der Hand zu weisen. Oder, wie man hier wohl sagt, das ist argumentativ nicht vom Flügel zu weisen. Ich kenne alle hier, außerdem bist du der einzige Mensch. Die einzige Mohnblume im Roggenfeld. Oh, das war smooth. War das ein Anmachspruch? Und du bist also eine Freundin von Sakuya? Kann man nicht so sagen. Wir sind heute Morgen ziemlich aneinander gerasselt. Wir gehen in dieselbe Klasse, mehr nicht. Ich hätte nie gedacht, dass es der arrogante Möchtegern-Aristokrat dein Bruder ist. Möchtegern-Aristokrat? Er ist ein echter Aristokrat. Waschecht, mit Haut und Federn. Ist er? Er ist ein bisschen nervig, also viel Glück, mon ami. Adieu. Der Vogel ist tatsächlich adelig. Hat er dann auch blaues Blut? Ich habe allerdings noch nie gehört, dass Yuya es ebenfalls wäre. Scheint etwas verzwickt zu sein. Vielleicht ist Yuya ja vom Postboten. Das war's für heute. Geben Sie gut auf sich acht. Yippie! Hä? Herr Nanaki, wo ist Ryuta? Er sagte, er wollte zur Krankenstation. Vielleicht sollten Sie nachsehen, ob er noch dort ist. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Ryuta hatte schon immer einen schwachen Magen. Ich gehe lieber mal in die Krankenstation und sehe nach ihm. Verzeihung? Niemand da?
Es schläft niemand hinter den Vorhängen und der Doktor ist auch nicht da. Mein Jäger- und Sammlerinstinkt verrät mir, ich sollte Medikamente sammeln. Es ist nicht ein Schnabel im Raum. Und dieses Morphium könnte ich noch gebrauchen. Ich habe gehört, das kann man teuer verkaufen. Ryuta? Keine Antwort. Die Krankenstation ist leer. Sonderbar, ob er schon heimgegangen ist? Macht mich etwas nervös, in diesem leeren Raum herumzuspionieren. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich bin noch nicht oft hier gewesen. Im Gegensatz zu Ryuta bin ich kerngesund. Boah, haben die eine Menge Medikamente hier. Ethylpa, was auch immer. Trife, auweia. Benzedr, was bewirken die überhaupt? Möchten Sie es herausfinden? Doktor! Ich kann Ihnen alles Mögliche verabreichen, wenn Sie möchten. Hä? Nein, danke. Schuh Ivamine. Dieser Repan ist Ivamine Schuh, der Schularzt. Ich bin immer noch verwirrt, welches jetzt der Vor- und welches der Nachname ist. Er ist ein recht unheimlicher Typ und genießt bei den Schülern keinen besonders guten Ruf. Jeder weiß, dass man nur mit ihm sprechen braucht und schon kriegt man einen Schimmelpilz, die Papageienkrankheit oder noch Schlimmeres. Und ich habe ihn nicht mal zur Tür hineinkommen hören. Ninja Doktor! Metal Gear! Sie sehen nicht aus, als hätten Sie einen guten Grund, hier zu sein. Brauchen Sie etwas? Ich habe gehört, Ryuta Kawara aus der 2-3er hier. Der? Der ist schon weg. Oh, warum ist er mich nicht abholen gekommen, bevor er nach Hause ist? Ja, hast du gute Freunde hier. Verzeihen Sie die Störung, ich gehe dann jetzt. Ah, endlich raus aus dieser Höhle des Bösen. Das Böse! Es ist Böses im Busch. Ryuta ist schon heimgegangen. Was mache ich jetzt? Oh, im letzten Jahr bin ich gar nicht dazu gekommen, einem Club beizutreten. Vielleicht sollte ich mir mal ansehen, was hier angeboten wird. Ich glaube, es gibt Baseball, Fußball, Leichtathletik, Kendo, Vogelzug, Vogelbeobachtung. Oder wie wir es nennen, Spannern. Vogelbeobachtung an einer Schule der Vögel. Alles klar. War da nicht noch etwas? Naja, ich fange mal mit Leichtathletik an. In der Mittelschule hatte ich Lauftraining und es ist immer lustig, mit den Vögeln beim Rumhüpfen zuzusehen. Das ist gemein. Außerdem schon mal so ein Straußrennen gesehen. Ich glaube, der Clubraum ist im Erdgeschoss, irgendwo an der Seite. Draußen kriegt eine weiße Taube gerade einen Wutanfall. Also alles so wie immer. Gurr, gurr. Das ist doch kein Pudding für einen Mann. Gurr. Okasan lässt ihn zurückgehen. Das ist eine Lüge. Eine üble Fälschung. Er hüpft auf deinen zertrampelten Pudding herum. Hey, das ist aber nicht sehr nett dem armen Pudding gegenüber. Okasan. Das ist Okasan. Er sieht nicht gerade so aus, aber anscheinend ist er eine Pfautaube. War doch so, oder? Wie dem auch sei, er ist voll in Fahrt. Gurr. Man hat Okasan schändlich getäuscht. Elender Betrug. Betrug? Gurr, gurr, gurr. Okasan hatte angeordnet, dass Neuzugänge Pudding gereicht werden sollte. Gurr. Aber das hier ist doch kein Pudding. Geschmäht wurde er, verraten und verkauft. Mit Füßen getreten von denen, in die er sein größtes Vertrauen gesetzt hatte. Es ist zertrampelt und schmutzig, aber das Zeug unter seinen Füßen sieht aus wie ganz normaler, handelsüblicher Pudding. Was stimmt denn nicht damit? Gurr, gurr, spar dir den Hohn, junge Dame. Okasan setzt Schwingenangriff ein. Er ist super effektiv. Los, Okasan, tackle. Gurr, sie werden den Tag bereuen, da sie Okasan verärgert haben. Er lässt sie auspeitschen, hängen und beim Morgengrauen erschießen. Ja, das tut er. Wo bin ich hier reingeraten? Gurr, Okasan muss jetzt trainieren, um wahren Pudding zu erhalten. Leb wohl. Und weg ist er. Er ist ein guter Läufer, aber was hat Pudding mit der Leichtathletikmannschaft zu tun? Das frage ich mich auch. Und so endet Tag 1 meines zweiten Trimesters in St. Pigeonation.